Wozu gehen Teenager in die Tanzschule? Ja gut, um tanzen zu lernen, aber wohl auch, um sich näher zu kommen. Und genau das geht gerade nicht. Bitte nicht übertreten. Tanzen ja, aber kontaktlos, mit 3 Metern Abstand. Wie soll es da klappen zwischen Tänzer und Tänzerin? Ja, sie muss sehr viel mehr wissen, also auswendig lernen, damit sie auch das macht, was ich will. Ich finde, man kann viel besser an sich arbeiten, einfach an den Techniken und so. Man hat keinen Partner, der einen irgendwie noch andere Sachen zeigt oder irgendwie noch andere Einflüsse gibt. Die Solotänzer machen das Beste aus der Situation. Aber von außen betrachtet wirkt der Schattentanz dann doch etwas herzlos. Macht Tanzen mit Partner mehr Spaß, weil man kann sich besser unterhalten, man lernt sich auf einer anderen Ebene noch mal kennen. Drehen, 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 drehen. Erstmal zum Fenster. Ach, Leon ist schon. Der Tanzlehrer ist überzeugt, dass auch die reduzierte Form des Tanzes funktioniert, wenigstens in den nächsten Wochen. Die kennen sich, die lachen miteinander, die schauen sich in die Augen, da geht mal was schief, dann lachen sie und haben Spaß. Es ist genug Nähe da. Also, und das ist ja keine dauerhafte Lösung. Ja, das wissen die, das wissen wir und deswegen können wir das jetzt mal so verschmerzen. Der nächste Kurs und, oh Schreck, ein enger Paartanz. Sind jetzt etwa Corona-Rowdies am Start? Im Gegenteil, Ehepaare, die sich schon viele Jahre berühren, auch sie müssen allerdings auf die Abstandsmarkierung achten, dürfen aber tanzen wie gewohnt. Ohne Tanz hatten wir echt Entzug und wir tanzen seit 10 Jahren. Es hat uns ganz doll gefehlt, ja. Und wir haben uns damit beholfen, doch in unserer großen Diele doch aktiv zu sein. Das Ziel des Trainings, der Winterball zu Weihnachten, wenn er denn stattfinden darf. Die Tanzschulen sind schon froh, dass überhaupt wieder was los ist auf ihrem Parkett nach fast 3 Monaten Zwangspause. Wir hatten zum Glück ganz, ganz viele treue Kunden, die uns über die Zeit gerettet haben, die weiter ihre Beiträge bezahlt haben. Aber gerade große Umsätze wie von Veranstaltungen, wie unser Gastro-Umsatz und natürlich auch viele Kündigungen, alleine wegen der Angst, die uns erreicht haben, da hatten wir schon sehr große Einbußen. Von Angst ist hier keine Rede mehr, höchstens davor, sich auf die Füße zu treten. Ansonsten gilt das Motto, Tanzen ist auch in Krisenzeiten unverzichtbar.